Ja, dann darf ich das Ergebnis des dritten Wahlgangs bekannt geben. Es wurden 67 Stimmen abgegeben. Auf Klaus Müller entfielen 33 Stimmen, auf Dorothee Büß 34 Stimmen. Die Kaiserslauterer Dekanin Dorothee Büst ist am Donnerstag von der Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz zur geistlichen Oberkirchenrätin gewählt worden. Von 67 abgegebenen Stimmen entfielen auf die 53-Jährige 34 Ja-Stimmen. Büst setzte sich damit im dritten Wahlgang gegen den Germersheimer Dekan Klaus Müller durch. Es gab keine Stimmenthaltungen. Also wenn eine Wahl so ausgeht wie die mit einer Stimme Vorsprung, dann heißt es einfach, dass die Synode die Wahl zwischen zwei sehr guten Leuten gehabt hat. Es ist jetzt in diesem Fall für mich ausgegangen, aber das fasse ich auch als Auftrag der Synode auf. Sag ich mal, für diejenigen, die sich nicht für mich entschieden haben, eine gute Oberkirchenrätin zu sein und zu versuchen, die Erwartungen, die dann in mich gesetzt werden, auch zu erfüllen. Büst tritt die Nachfolge von Oberkirchenrat Michael Gärtner an, der im Frühjahr 2019 in den Ruhestand geht. Also diese Wahl war eindeutig ein Krimi und ich bin dankbar, dass es jetzt zu Ende ist und dass es mit diesem Ergebnis zu Ende gegangen ist. Aber es war wirklich richtig spannend. Bildung ist für Dorothee Büst Schlüsselbegriff und Querschnittsaufgabe kirchlichen Handelns. Aber wie bildet sich eine Oberkirchenrätin für Bildung selbst? Sie wird sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten vor allen Dingen dadurch bilden, dass sie mit vielen Menschen Gespräche führt. Nämlich diejenigen, die sich in den Bereichen, für die ich dann zuständig werde, schon deutlich besser auskennen, als ich das derzeit tue. Ich weiß, dass da Kompetenzen sind und das ist jetzt, glaube ich, so meine nächste Aufgabe, herauszufinden, was in diesen Bereichen wirklich an der Tagesordnung ist, mich da einzuarbeiten. Und das werde ich tun, indem ich sehr viele, sehr lange Gespräche führe. Dorothee Büst war Pfarrerin in der Lutherkirchengemeinde Kaiserslautern und in der Kirchengemeinde Weilerbach. Seit 2012 ist sie Dekanin des Kirchenbezirks Kaiserslautern. Sie ist verheiratet und hat ein Kind und zwei Stiefkinder. Was sie in ihrer Freizeit tut? Also mein Herz schlägt ja auch noch so ein bisschen für die Musik. Also ich singe im Moment in zwei Chören, spiele Klavier und habe vor anderthalb Jahren angefangen, Trompete zu lernen. Und das würde ich jetzt auch gerne nicht gleich wieder in die Ecke stellen, das würde ich gerne weiter betreiben. Und dann spielt natürlich meine Familie noch eine große Rolle. Also auch für meine Familie hätte ich schon gerne noch ein bisschen Zeit.